Die Ranks benutzen Tekayamas linken Augapfel als Laserabwehrsystem. Finde ihn und rolle ihn hierher. Es wird nicht leicht, aber du kannst es schaffen, Ninja. Ja, okay. Ist das alles? Wir schaffen das. So. Aus dem Weg. Sehr nett, dass du das nach und nach machst. Alter. Der ist auch geschafft, mich anzugreifen. Das geht ja wohl gar nicht. So. Mal hoch, bitte. Ups. So. Hallihallo? Ist hier jemand? Ah ja. Okay. Mann. Ich muss mal ein bisschen husten. Ja. So. Oh. Nein. So knapp. Ach Mann, schon wieder. Alles klar, hallo. Ibims, Ninja. Oh. Ah. Jetzt geht's hoch. Alles klar. Uäh. Ist ganz schön schnell unterwegs. So. Toll, super. So, zack. Nein, alles klar. Bam. Hier nochmal schön die Münzen einsammeln. Und dann... Bam! Okay, jetzt müssen wir ein bisschen mit der Kugel hier spielen. Oh, das war zu spät. Das war auch zu spät. Das war zu früh. Okay. Pause. Und weiter geht's. Pause. Und weiter geht's. Pause. Und weiter geht's. So. Ganz vorsichtig. Dann hier drauf. So. Danke.
Alles klar. Dann hier nochmal eine Kurve. Aha. Unser drittes Abzeichen. Und auch das letzte Auge. Das heißt, wir dürften den jetzt wiederbelebt haben. Oder zumindest einsatzfähig. Und wir haben jetzt den gelben Gürtel. So, was ist das zweite Auge? Du hast jetzt den gelben Gürtel und kannst dich Kaiser stellen. Geh durch die Tür in Tekayamas Fuß. Geh durch die Kraftfeldtüren, um weitere Abzeichen zu erringen. Los jetzt! Gerochs Truppen werden stärker! Also da können wir jetzt rein, um gegen Kaiser zu spielen. Ein bisschen Ähnlichkeit hat er ja schon, ne? Mit dem Kaiser. Also gut, ich gucke aber erstmal. Dem gelben Gürteltür. Haben wir das nicht irgendwo hier? Ne, das war aber damit Schlüssel, ne? War das dann hier? Ninja, das da muss ein geheimer Eingang. Was sich wohl irgendwie öffnen lässt. Scheinbar nicht. Jetzt Attacke. Gegen die Zeit. Das Abzeichen auf diesem Level ist nur vorübergehend verfügbar. Hol es, bevor die Zeit abläuft. Nein, danke. Wie bitte? Was? Hallo? Ich kann dich nicht hören. Was? Ach. Wie schön. Hier wird's, ne? Mit der Tür. Weil das habe ich in der ersten Aufnahme gar nicht bemerkt. Augen-Ninja. Jagd die Gegner. Töte die Anzahl an Gegnern im Abschusszähler, um das Abzeichen zu aktivieren. Okay, ich versuche. Bleib hier und stirb bloß nicht wieder. Ja, alles klar. Moment. Okay. Ich weiß nicht, inwiefern mir die Münzen was bringen. So. Aber ich sammle sie einfach mal ein. Müssen noch 41 Gegner töten. Aber hat das Level überhaupt so viele Gegner? Oder spawnen da nochmal extra mehr als vorher? Spür mit Stahl. Ja, komm her. Dickerchen. So, Hallöchen. So, jetzt haben wir noch 33. Oh. Ich weiß, wo wir die Dings noch holen können. Bei der Kugel. Also wo wir da diese Bahn runterfahren. Da kann man ja Strikes machen. Das heißt, ich muss hier auf jeden Fall treffen. Ach komm. So. Ey, füllt das mein Leben da oben wieder auf? Kann das sein? Die Münzen? Oh. Also diese 4055 jetzt. Ist das auch mit Lebensanzeige oder irgendwie die allgemeine Anzahl an Münzen? Das würde aber keinen Sinn ergeben, wenn wir da unten nur mal eine Münze sammeln und eine Münze aufnehmen. Da aber mehr. Also oben links mehr Münzen gezählt wird. Ich hoffe, ihr habt das jetzt verständlich erklärt. So. Alles klar. Zack. Na, komm schon. Nein. Da, Hilfe. Ach, komm schon. So. Jo. Ach, das ist ja noch auf Zeit. Ich dachte, okay, dann kann man vielleicht langsamer, gezielter auf die Leute zufahren. Aber
Ich hab's verkackt. Ich hab's jetzt schon verkackt. Weil ich bekomme die ja nicht mehr, oder? Also das wird auch nicht mehr reichen, denke ich mal. Auch wieder verkackt. Hab ich nur einen genommen. Ich hoffe, ich kann irgendwie vom letzten Speicherpunkt aus haben. Wenn das möglich ist. Wäre das natürlich hervorragend. Aber ich weiß es nicht. Kann ich es irgendwie auch nicht überspringen, dauerlicherweise. Ja, da ist kein Dingens. Ja, sonst versuche ich das ein anderes Mal. Wir kämpfen jetzt erstmal hier den Bossfight von dieser Region. So. Klettern wir mal in den Typen rein. Das ist es. Steuere Tekayama und nimm es dann mit Kaiser auf. Durch deine Schnelligkeit kannst du seinen harten Schlägen ausweichen und ihn angreifen. Aber Vorsicht, er kämpft nicht fair. Was auch immer. Was auch immer. Huch, sind wir einmal in die Hose gerutscht. Alles klar. Jo. Der ist groß. Abwehrsystem aktiviert. Willkommen zum Tekadron Robokämpfer. Hallo. Trainingsprogramm herunterladen? Nein, ich hab's das letzte Mal schon herausgefunden. Ja, wie machen wir das nochmal? Okay. Hallo Kaiser. Erste Runde. Scheiße. Aha. Opa. Nix kriegst du auf der Reihe. Da gab's irgendwie... Weiß nicht, wir konnten irgendwie so Laser abschießen oder so, aber... Ich hab die Taste vergessen. Aha. Du hast ja was im Auge. Was fehlt dir da was? So. Nix kriegst du hin, du. Oh, aua. Tut mir leid, hab ich nicht so gemeint. Nein, nein. Nein, aha. Heilige! Ich hätte eigentlich vor, wenn er ausholt, ihn warm zu schlagen. Weil ich bin schneller als er. Zumindest in der Theorie. Ah. Jo. Na komm. Bam. Aua. 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 Yeah.
Oh. Los geht die Nase. Ach, scheiße. Zu früh ausgewichen. Bam. Nein. Aua. Oh, muss richtig einstecken hier. Er war auch. Nein. Aha. Ja, das ist sprachlos, hä? Das war total falsch. Das war total falsch. Aua. Scheiße. Nein. Muss ich intuitiv entscheiden, wo er hinschlägt. Na komm. Bam. Aha! Oh shit. Gleich bist du K.O. Oh, nur noch ein Schlag. Jawoll! Mission abgeschlossen. Neue Höchstpunktzahl. Alles klar. Minzbank. Kann ich damit irgendwas machen mit dem Minzbank? Hast du noch mehr von diesen Dingern? Ich glaube nicht. Ja oder nein? Nein, tu mir bitte nicht weh. Dir passiert schon nichts, aber ich habe die Wut noch nicht unter Kontrolle. Meine Freundin Aria hat einen Stein. Da geht's lang. Los öffnen! Der Schlüssel muss hier sein. Irgendwo. Finde ihn! Moment noch. Heilung! Reiß die zusammen. Okay. Hallöchen. Dir das an. Geruch ist stärker, als ich gedacht hätte. Er baut all seine Waffen in diesem Lager. Du musst seine Pläne sabotieren, bevor es zu spät ist. Denk dran. Was Hänschen nicht lernt, verdirbt den Brei. Und das soll mir helfen? Ja, das freut mich auch. Gut. Hier sehen wir uns aber erst in der nächsten Aufnahme um. Bis dahin hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss.